Mein Name ist Annemarie Schmidt und ich bin Stadtführerin von Heilbronn. Wir befinden uns auf der Kraneninsel, der ehemalige Insel, wo Mühlen und Schleusen waren. Auf der rechten Seite, auf meiner rechten Seite, sehen Sie diesen Backsteinbau, ehemaliges Saatenlager. Das war 2009, wurde das eröffnet für die Experiment H1. Auf der gegenüberliegenden Seite befindet sich die neu eröffnete Experiment H2, 2019 eröffnet. Insgesamt haben wir 25.000 Quadratmeter Fläche und wir durften seit 2009 bereits 1,5 Millionen Besucher begrüßen. Hier in der Experimenta befinden sich auf 4 Ebenen 275 Stationen zum Ausprobieren, zum Experimentieren. Das Credo der Experimenta heißt Wissenschaft erleben oder Wissenschaft erleben. Und dafür sind hier 4 Ebenen mit 275 Spiel- und Experimentierstationen. Hier können Sie ausprobieren, wie die Natur funktioniert, wie die Physik funktioniert und wie der menschliche Körper reagiert. Anschließend können Sie, wenn Sie neugierig sind und kreativ sind, in eines der 4 Glasstudios gehen und dort können Sie zum Beispiel einen eigenen Trickfilm herstellen, Sie können ein Musikstück komponieren oder Sie können ein Fahrzeug konstruieren. Der Fantasie und der Experimentierfreude sind nahezu keine Grenzen gesetzt. Anschließend gehen wir auf die Dachterrasse hier oben in den 5. Stock und dort befinden sich hochmoderne Teleskope. Mittels dieser Teleskope können Sie auf die Sonnenoberfläche schauen und Sie können dieses Bild sogar auf Ihr Handy nehmen. Also, Sie können weiterhin in die Galaxien schweben. Das ist alles hier möglich bei der Experimenta. Mein persönliches Highlight ist natürlich dieser Science Dome. Sie erkennen den an dieser Kuppel und Sie müssen wissen, der Science Dome, der sitzt 13 Meter tief im Neckar. Wir haben eine Kuppel von 700 Quadratmeter, 13 Meter Höhe. Dort wird bespielt mit 6 Laserprojektoren, einem Wasservorhang mit Wind- und Nebelmaschinen. Der Zuschauerraum dreht sich um 180 Grad und Sie schweben in 3D durch die Galaxien. Sie vergessen Zeit und Raum, Sie vergessen, wo Sie sind. Sie sind im Sonnensystem, im menschlichen Körper, in den Blutbahnen. Es ist ein sagenhaftes, ein unvergessliches Erlebnis.